Dann haben wir das auch. Und dann gucken wir mal, wie es unseren Varanen geht. Hm, gar nicht so gut. Qualität der letzten Mahlzeit, alles klar. Lebensqualität, das fehlt denen noch. Stabiler Rückzugsort, welcher das auch immer ist, ich habe keine Ahnung. Gelände, ihr wollt ein bisschen mehr Fels haben, würdet dabei auf Sand verzichten, das sollten wir hinkriegen. Scheint aber gerade nicht zu funktionieren, die Funktion. Ein bisschen abstufen natürlich. Ich glaube, das Spiel wird langsam träge. Aber war nicht gerade Fels zu wenig? Gut, das ist ein kleines Gehege, ne? So. Ein bisschen Gras wollen sie auch noch. Oder meine Maus ist kaputt, das weiß ich noch nicht. Kaputt gespielt. Oh. Sieht's nicht so gepinselt aus, ne? Alles klar, haben wir. Pflanzen, da bist du gar nicht so viel zu haben. Okay, was würde ich dir denn Gutes geben? Afrikanische Tropengraslandschaft. Afrikanische Tropengraslandschaft. Was können wir dir denn noch Schönes hier? So eine Kleinigkeit. Brennnesseln, Brennnesseln mögen sie alle. Tierarzt hat sich schon lange nicht mehr gekümmert. Ja, ja, die kümmern sich alle nicht. Das ist nämlich das Problem. Die sind nämlich stinkfaul, sind die. Ja, da wollte ich mal gesagt haben. Elefantenbaum ist vielleicht ein bisschen groß. So viel mehr darf auch schon nicht mehr, ne? So. Dann haben wir das. Was bist du? Der Nilwaran. Das heißt, bei Gehege gucken wir jetzt mal nach Nilwaran. Und schauen mal, was wir dem Nilwaran Gutes können. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Essen, trinken. So. Schönes großes Essenstablett. Und jetzt will er noch Spielzeug haben. Das muss noch einiges erforscht werden. Blutkürbis. So. Schade, ich hätte es jetzt gerne hier dran gesetzt, aber es geht ja wie immer nicht.
Nein, du darfst nicht kreativ sein. Auf die Ecke darfst du nichts stellen. So. Fertig. Da müsste Monsieur Nivaran 98%. Alles klar. Ja, dann halte 4 verschiedene Arten in einem Gehege. Erhöhe das insgesamt Wohlbefinden auf 80. Nimm das gerettete Exemplar der Tierart auf und platziere es. Es geht also nicht um die Tierart 5, sondern um die Anzahl der Tiere 5. Läden machen genug Geld. Das stimmt, wir verdienen Geld. Der letzte Zoo war natürlich wesentlich effizienter. Cutter, cutter, cutter. Ich meine, wir könnten. Jetzt geht's wieder los, diese Barrierenbearbeitung. Das könnte man auch mal ein bisschen kürzer machen. So. Das heißt, die kommen schon mal nicht da hoch. Ne? Erklimmbar. Also klettersicher kann ich sie machen. Das heißt, ich könnte hier so, wir bleiben immer auf 2 Meter. Das wäre okay. Hier kämen sie nicht raus. Das heißt, da könnten wir. Dann müssten wir weitermachen. Ist gar nicht so einfach gerade mit den. Bin ich denn hier in der Mauer? Ja. Naja, warte mal, warte, warte, warte. So, dann hätten wir hier die Mauer. Nee, bitte in die Richtung.
Ziehen wir mal so ein Riesending hier rüber. Warum gehst du hier auf einen Meter? Das sollst du nicht tun. Naja, weil ich nicht weiß, wo ich da reintippe, ne? Oh. Wie kommen wir denn da rein? Das heißt, wir müssten das noch einen Meter mindestens länger machen. Ja, komm, lass los. Mensch. Bratze. So. Warte, 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 hier ist doch was. Abbrechen. Das kann ja kein Mensch erkennen hier. Weil wir könnten doch auch von hier noch was machen. Okay, Google. Büro, Licht aus. So, der Part hier muss höher sein. So. Weil damit hier kein Affe drüber springen kann. Dann geht das hier hinten her. Was haben wir hier unten? Dann kann die Scheibe hier nämlich auch raus. So. Dann können die hier nämlich rumtoben wie die Wilden. Hier kommen sie nicht drüber und das könnte man alles als Gehege lassen. Das könnte man so machen, ne?
Weiß ich jetzt nicht, habe ich noch nie gebaut. Insofern weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber wir können ja. Na, ist alles zu uneben. Das ist halt immer das Problem, dass das Spiel in einer Tour rumheult und dir dann immer sagt, nee, hier geht nicht und hier geht auch nicht. Und so, jetzt machst du mal hier noch so ein Tor rein. Dann machen wir den Weg einfach weiter. So. Gilt das jetzt als Gehege? Nein, da fehlt noch was, ne? Da fehlt noch hier bis zur Glasfläche. Hier muss es irgendwie weitergehen. Barrieren. Also gerade diese Barrieren hier. Finde ich super schwierig zu verarbeiten. Weil du ja gar nicht weißt, wo du gerade bist und siehst nichts und. So. Haben wir's? Nee, bist noch nicht glücklich, ne? Nee, hör mal auf hier. Tu mal den Busch hier weg. Den George braucht keiner. Also ich kann hier nicht erkennen, ob wir richtig sind oder nicht. Aber scheint, ne? Wo fehlt denn noch Barriere? Zeig mir doch mal an, wo die Barriere fehlt.
Aber du bist ein bisschen weit draußen hier, ne? Darf ja nicht rauskommen, das darf ja nicht passieren.